Innos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost of Tsushima. Beim letzten Mal sind wir am Rande des Goldenen Waldes gestartet in Richtung dem Goldenen Tempel. Wir haben dort, ich glaube es waren ein oder zwei Geschenke abgeholt. Also Ressourcen haben wir wieder gekriegt, aber auch zwei Gesichtstücher. Einmal in schwarz und einmal in weiß. Und zudem haben wir noch was die Technikpunkte angeht, uns ein bisschen was angesehen. Zumindest die Geistwaffen nochmal so ein bisschen verfeinert. Und sind mit dem Schwunghaken, Takas Geschenk an uns, den Tempel hochgeklettert. Denn dort oben befand sich noch ein Stirnband. Und dies ist und wird nicht der einzige Tempel gewesen sein, bei dem wir diese Taktik mit dem Schwunghaken anwenden können oder werden. Es gibt noch so ein paar auf der Karte verteilt. Des Weiteren sind wir danach aufgebrochen zum Kuta-Gehöft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, damn, da habe ich aber echt dezent verkackt, muss ich sagen, bei der Geiselbefreiung. Ich weiß auch nicht, was da los war. Stand ich irgendwie neben mir. Skilltechnisch absolut verkackt. Aber nachdem wir es dann doch geschafft haben, das ganze Ding zu handeln, haben wir danach einen Schlüssel erhalten von den dort lebenden Bauern. Einer von 6 Schlüsseln Gosakus. Das hat zur Folge, es gibt noch 5 weitere, ja, allerdings sind wir somit der Geschichte, oder zumindest dem Musikanten, der uns die Geschichte über die Legende dann erzählen würde, sogar schon einen Schritt voraus. Wir sparen uns etwas Zeit, würde ich mal sagen. Klar, sinngemäß wäre es nachvollziehbarer, wenn man jetzt gesagt hätte, yo, der erzählt uns ein bisschen was darüber, aber wir kommen ihm, sage ich mal, schon einen großen Schritt entgegen. Nun aber geht's weiter in Richtung Fischerdorf. Ahoi! Wenn mich nicht alles täuscht, ist es nämlich geradezu. Nee, geradezu ist die Schmiede von Komatsu. Ja. Das ist aber nicht das, wo wir hinwollen. Wir wollen nämlich erstmal dahin. Nobu! Wir haben wieder eine gute Strecke vor uns. Soweit wie ich mich zurückerinnern kann, ist das mit den 6 aufgeteilten Schlüsseln, die die Bauern bei sich tragen, aber nicht auf Itsuhara alleine, sage ich mal, beschränkt. Also wir werden da auch noch andere Gehöfte auf der zweiten Insel dann befreien, um uns der vollständigen Anzahl der Schlüssel zu bemächtigen. Ich muss gleich mal was trinken, ey. Kaum bin ich in der Aufnahme, schon habe ich einen trockenen Hals. Ist wenig von Vorteil. Was ich auch sehr schade finde, ist, dass wir ja ab der zweiten Insel da, wo wir schon in Alt-Togo gewesen waren, nicht mehr so schöne Landschaften hier sehen werden, oder zumindest nicht so schnell sehen werden, wie es hier noch der Fall ist.
ich kann mich mit sowas hier einfach... Ich kann mich nicht dran satt sehen. Oh, okay, dann müssen wir doch erstmal hier den Fluss überqueren. Hey! Da hätte ich es von den Reflexen schon wieder fast verkackt. Puh. That was a close one. Ich weiß, dass ich bei den Roten jetzt mittlerweile halt schon den One-Hit lande. Bei den Bogenschützen ist es nach wie vor gleich geblieben, aber nicht bei dem Typen hier mit dem Speer oder mit der Hellebarde. Jetzt haben wir aber alle erwischt. Wie weit ist es denn noch? Ah, 500 Meter. Nobu? Bist du das da hinten? Nein. Pferd. Da ist er. Hab hier einfach Pferd geruft. Als wäre das hier über God of War. Boah. Wo er einfach... Meine Namen sind dazu da, um sie auszusprechen. Es interessiert mich ja dann doch schon sehr, was das sein soll, was wir da bis hier jetzt noch nicht gesehen hatten. Vielleicht auch noch ein Fuchsbau? Und dann lag ich mit meiner Äußerung dann doch falsch beim letzten Mal. Was potenziell kann sich denn hier noch im Wald verstecken? Abgesehen von der Patrouille da hinten. Kommt her und kämpft! Auch das haben wir hinter uns gebracht, ohne Schaden einzustecken. Hilf mir! Jo. Alles wird wieder gut. Sie töteten meine ganze Familie, Herr. Das tut mir leid. Wo war das? An der Kreuzung. Sie halten jeden auf. Wer nicht zum Sklaven taugt, wird getötet. Geht und trauert um eure Familie. Überlasst die Mongolen mir. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das auf der Karte aktualisiert wird. An der Kreuzung. Das ist eine ziemlich schwammige Aussage. Jo, wahrscheinlich, oder? Also der Typ ist auf jeden Fall ein sehr gutes Stück gelaufen. Oder geritten. Also das muss man ihm ja... Puh. Was ist dieser unentdeckte Ort, der uns noch fehlt? Sag mir nicht, dass es jetzt nur wegen dem Legendenerzähler gewesen ist.
Nee, der sitzt hier. Ja, man sollte auch schon dabei sein zu treffen, ne? Hey. Nein. Ach, come on. Ey. Ey, es gibt's nicht. Beide ganz umsonst verbraucht. Aber das war garantiert nicht alles. Gut, also zwecks dem Event hier schon, das mag sein, aber deswegen sind wir nicht hier. Schon. Das war jetzt nur wegen dem Legendenerzähler oder was? Junge, wie low ist das denn bitte? Also, ich weiß ja nicht. Da bist du, Nobu. Spiel hier nicht verstecken. Ja. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen enttäuschend. Das muss ich ja mal sagen. Der Abend schreitet auch weiter voran. Vielleicht schaffen wir es ja noch vor Einbruch der Dunkelheit. Au. Zu sein. So wie es ja eigentlich ausgesprochen wird. Aber. Ich meine, das Dorf besteht eigentlich halt wirklich nur aus den. Jetzt ist mir das Wort dazu entfallen. Mann. Egal, vielleicht komme ich da noch drauf. Welches Wort ich gerade suche. Ja, von hier aus können wir es jetzt problemlos erkennen, was da hinten der Punk abgeht. Wer weiß, vielleicht versteckt sich ja da ein weiterer Schlüssel. Ziemlich offenes Gelände hier ohne groß Feindaktivitäten zu sehen. Prinzipiell gesehen ist hier eigentlich so gut wie gar nichts. Na gut, oder vielleicht halt ein bisschen was, um das Inventar wieder aufzustocken. Töte einen Gegner, der eine Windglocke untersucht. Ich meine, das sind Herausforderungen. Ja, wenn man sie schon hat, dann mache ich sie. Aber ansonsten... bin ich jetzt nicht so der Typ dafür, der das jetzt unbedingt bei der erstbesten Gelegenheit ausrüsten würde.
Und unten haben wir doch schon mal einen Kandidaten. Ach, come on. Denn hier noch eine Möglichkeit, uns zu verstecken? In der Hoffnung, der Typ kommt gleich zurück. Ja. Jetzt aber. Sie nacheinander aus. Haben wir. Das sah gerade schon ein bisschen aus wie bei Assassin's Creed. Odyssey oder Origins. Ich bin der Meinung, es kam in beiden Spielen vor. Wo du quasi deinen Adler loslassen kannst und der erstmal die Umgebung scannt, als wäre da so eine Drohne. Eigentlich wollte ich den Typen ja mit einem Attentat weghauen. Ruhe jetzt. Hier können wir uns gleich mal wieder mit der Windglocke bereichern. Okay. Chiharu! Pfeile gehabt. Danke dafür. Bitte befreit mich! Yep. Bald seid ihr frei. Hab Dank, Fürst Sakai. Vorsicht da draußen. War das ein Stirnband oder einfach nur ein Verband, den er sich da um den Kopf gewickelt hat? Gehabt. Da steht auch noch ein Schildträger. Das war eine knappe Sache. Okay, die haben die Leiche gefunden. Okay, der hat sich dahin gehockt. Das sollte auch ein einfaches Ziel sein. Ha. Still. Easy. Welche Erleichterung. Habt Dank, Fürst Sakai. Geht. Gebt auf euch Acht. Macht das Beste draus.
Dann bleibt jetzt nur noch eine Geisel übrig. Der ist schon mal weg vom Fenster. Alle mal die Luft anhalten da hinten. Reicht jetzt. Wie viele haben die denn? Echt schon der letzte? Tatsache. Bald seid ihr frei. Ihr habt uns gerettet. Haben Sie den Schlüssel für Gosakus Rüstung gefunden? Wegen mir können Sie den Schlüssel haben. Gosaku ist der Held eines Kindermärchens. Ihr glaubt nicht, dass es die Rüstung gibt? Natürlich nicht. Nehmt unseren Schlüssel und seht selbst, mein Herr. Okay. Auch einer von, ja, wenigen, die tatsächlich mal nicht an sowas glauben. Der Schlüssel von... Hammer. Cool. Der zweite ist in unserem Besitz. Aber der Schlüssel ist dann entweder... war ich ja schon verdammt lange... in dem Dorf, oder er wurde hierher getragen. Wer weiß. Ich glaube, nachfragen können wir da bei keinem. Aber auch den Stahl nehmen wir natürlich gerne mit. Den werden wir später auch noch sehr gut gebrauchen. Für die eventuell letzte Stufe des Katanas. Braves Pferd. Das ist doch garantiert wieder der Legendenerzähler. 100 pro. Ja. Da falle ich nicht mehr drauf rein, Kollege. Gut. Das Fischerdorf Ohama. Ohama, da hatten wir bis jetzt tatsächlich noch gar keine Notwendigkeit, überhaupt in dem Dorf irgendwas zu machen. Da gab es auch so gesehen, würde ich jetzt aus der Erinnerung heraus sagen, nichts Nennenswertes. Dieses Mal allerdings ruft es um Hilfe. Hier standen ja einst auch mal ein paar Mongolen. Zieht eure Klingen! Ach, Banditen. Lass stecken. Du zuerst. Shit. Gut, es sind zwar noch 4 Minuten auf der Uhr, aber da habe ich eben gerade realisiert, ich habe mein Handy gar nicht auf lautlos. Shit. Das muss ich mal dringend nach dieser Aufnahme ändern. Das Eibenholz nehmen wir uns auch mit. Klar. Hierher. Sehr gut, Nobu. Einmal links abbiegen und weiter am Strand entlang. Was ich sagen wollte, Ohama, das klingt für mich so ein bisschen wie von Lilo und Stitch.
die Begrüßung auf Hawaiianisch. Ohana. Oder beziehungsweise, das war nicht die Begrüßung, ich glaube, das steht einfach nur für das Wort Familie. Na, lass mal lieber. Du lässt das auch mal stecken. Das war schnell und konsequent. Los jetzt, Nobu! Da hinten die Rauchschwade, die hier etwas dünner zu sein scheint. Beziehungsweise wir sind ja auch schon direkt angekommen, wo wir hinwollen. Komm. Komm, oh, bitte. Ach, schön. Schade. Aber ey, ein Fail muss ja mindestens pro Folge drin sein, oder? Mindestens einer. Ich will mir immer den Langbogen für was anderes aufheben. Töte einen Gegner mit einer Haftbombe. Haben wir momentan gar nicht, ne? Mist. Okay, das ist doof. Das ist semi. Ach doch, haben wir doch. Moment, Moment, Moment. Aber das war wieder der andere Bildschirm. Nee, ganz ruhig. Okay, haben wir auch. Ja, da immer mal wieder zu gucken, welcher Knopf der richtige ist. Da komme ich echt durcheinander. Stilllassen. Der beste Tag meines Lebens, mein Herr. Vorsicht da draußen. Ich an deiner Stelle würde mal den kompletten Oberkörper ins Meer tauchen. Weil so wie du jetzt gerade aussiehst, ey, ist das echt ein bisschen ungesund. Nun denn, immerhin beim zweiten Versuch haben wir die erste Geisel retten können. Und auch das Bonusziel haben wir abgeschlossen. Okay, Leute, hier in Ohama war das, ne? Ohama, genau. Da machen wir beim nächsten Mal weiter, wenn es wieder heißt, Let's Play Ghost of Tsushima.